Ah, hallihallo. Wieder zurück im Schrebergarten. Ja. Pünktlich zum 12 Uhr Gebimmel. Warum so spät? Ja. Nochmal drei Läden heute durch. Und wieder was vergessen. Egal. Kriegen wir schon hin. Nämlich ein Messbecher für unser Scheißheisel. Mit dem Thema fange ich jetzt an. Mal wieder. Gut. Ja, neue Schrebergarten-Videos sozusagen. Und zum Grillen haben wir auch was dabei. Wie immer. Gut, dass wir die Toilette gestern nicht mehr fertig gemacht haben. Weil auf dem Bildchen war es zwar halbwegs drauf gestanden, aber nicht so genau zu erkennen, weil in das untere Abteil und in das Frischwassertankabteil kommen zwei verschiedene Flüssigkeiten. Nein, habe ich vorher nicht gewusst. Manu hat es auch nicht gewusst. Nee. Und ich hätte wahrscheinlich wirklich diese aggressive Flüssigkeit oben auch noch mit reingeschüttet. Und dann wären unter Umständen die ganzen Gummidichtungen kaputt gegangen. Ja, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Heute können wir jetzt unser Heisel fertig machen. Und alles weitere ist privat in der Richtung. Ja, was ist sonst angesagt? Warum so spät? Wetter, Regen. Bäh. Eigentlich gar kein Regen angesagt, laut Wetterfrosch-App. Und Handys. Ja, ja, das ist, kommt ja auch selber drauf raus. Kein Regen angesagt und hat trotzdem gepisst. Jetzt so langsam hört es mal auf. Also, heute nichts mehr Dach. Das schaffe ich nicht mehr. Das brauche ich erst gar nicht anfangen, auch wenn es nass ist da oben. Nein, sehe ich nicht ein. Ich baue lieber meine Leiter zusammen, dass ich da auch sicher hinaufkomme. Vielleicht ein bisschen an der Hecke rumschnibbeln. Aber was mit ziemlicher sicherer Wahrscheinlichkeit passiert, ist da drüben im Dings weiter ausmisten, oder? Und dann später noch ein Grillerchen. So à la Hotdog, so ähnlich, so die Richtung. Richtig, ja. Ja. Gut. Wir machen hier jetzt noch eine Gedenkminute. Gedenkminute. Und dann legen wir los. So Leute, ach übrigens, ja, ich habe heute meinen Bauhelm daheim vergessen, aber da extra wieder heimgefahren, das hat auch keinen Sinn gemacht. Hier im Hintergrund vergnügt sich Manu gerade mal schon mit der Hecke. Ja, wo ich habe auch, naja, lass mal das. Ich habe meine Dachpaneele mittlerweile schon ausgepackt. Und angefangen haben wir hier schon zum Ausmisten, also auf der Seite, und da geht es jetzt auch gleich locker munter weiter. Na Spatzel, wie ist die Schnippel? Leicht. Ist gut, oder? Ja. Ja. Und, wie sieht's aus? Viel besser schon, viel besser. Viel besser, ne? Ja, aber du kannst da ruhig noch ein bisschen was runternehmen, ja, weil, dann, ja. Weil dann haben wir mehr Garten zur Verfügung. Ja, Leute, und da ich alles ja wiederverwende, was möglich ist, es muss wohl mal irgendwie eine kleine Schaukel gewesen sein, was weiß ich, keine Ahnung. Das verwende ich jetzt einfach als Dreibein. Das Einzige, was ich machen muss, ist statt hier unten das Loch irgendwo hier zu bohren, damit die Stange noch sauber einrastet, die Kugel, und dann hält es von selber. Zack, zack, auseinander geklipst und auf die Seite gelegt. Optimal. Stabiler ist es auf alle Fälle. Oder Spatzel, was meinst du dazu? Jo. Den Baum müssen wir auch noch rausschnippeln, ja, da drin. Ich. Gut. Ich mache ja schon ringsherum. Ja, ja. bist du zu den Grünen gegangen? Du siehst so grün aus. Ja. So fühle ich mich auch. So fühlst du dich auch. Ja, aber Leute, ihr seht, hier geht es wenigstens ein bisschen weiter. Was ein Schönes. Was ich hier Schönes mache? Ja. Facharbeiten.
Facharbeit. Ja, ich muss hier jetzt noch ein Löchli bohren, dass das Dreibein einen sauberen Halt hat. Ja. Und dann haben wir unser Dreibein. Okay. Was soll ich sagen? So einfach habe ich noch nie ein Dreibein gebaut. Einfach bloß auf die Boppel drauf drücken, auseinander ziehen und fertig. Ha, geil. Also das gefällt mir jetzt wirklich. Naja, wenigstens etwas, was wir hier haben jetzt noch verwenden können. Zwei Teile und ein Mittelteil hebe ich mir jetzt noch auf. Und den Rest haue ich alles weg. Ja, genau. Weg mit dem Müll. Es regnet und es regnet und es regnet. Ich glaube, das wird heute mit der Grillerei hier nichts mehr. Beim Shoppen heute habe ich noch so eine kleine Abdeckplane mitgenommen. Da kann ich jetzt schon mal den Dutch auf dem Tisch wenigstens abdecken. Wunderbar, geil, gefällt mir. Kette habe ich hier auch noch gefunden fürs Dreibein. Ja, passt doch, da lässt sich was basteln. Jo, die Hecke sieht mittlerweile richtig gut aus. Gefällt mir schon tausendmal besser als vorher. Spatzel! Was denn? Du bist genial und fleißig. Warum? Du bist genial und fleißig. Und leichtgrün. Leichtgrün. Ich bin ein kleiner Kobold. Ja, mach mal so. Mach mal so. Nee. Doch, mach mal so. Essensglück. Du findest was. Ich mag das Glück, gell? Von Haaren, ja. Nee, grünes. Ja, genau. Herrlich. Kleiner Aber Spaß Kobold. Haben wir jede Menge schon wieder, oder? Ja. So. Kurze Pause machen wir gerade. Also. Aufs Grillen werden wir heute doch verzichten. Schmeißen wir wahrscheinlich daheim die Würstel, was wir mitgebracht haben, in die Pfanne. Oder? Rein theoretisch. Oder wir nehmen sie morgen wieder mit raus. In der Hoffnung, dass das Wetter morgen endlich mal regenfrei ist. Oh, regt mich das auf. Auf alle Fälle, das Heuschupferl ist soweit leer geräumt. Ich denke... Also wir werden nicht mehr so lange heute da sein. Ich denke aber, ich werde zu Hause noch mein Stromaggregat schon mal kampfbereit machen. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her, wo ich mir das gekauft habe. Aber ich habe da ja schon so halbwegs vorausgedacht. Ich habe mir gedacht, entweder Garage oder, wenn es irgendwann einmal klappt, Schrebergarten. Und ja... Weil ich dann auch eventuell morgen dann, übermorgen, meine Säbelsäge mitbringen möchte. Da kann man nämlich anfangen, das Holz klein zu machen. Ja. Wäre das ein Job für dich? Das wäre ein... Ja, auf jeden Fall. Ey, cool. Okay. Dann werden wir morgen aber eventuell nochmal neue Sägeblätter holen. Gut. Also heißt, wieder in die Beifahrt. Sind ja momentan Stammkunden schon. Ja. Nachher noch den Müll aufladen. Den fahren wir heute definitiv noch auf die Deponie. Und ich zeige euch nachher noch den Müllhaufen. Ein paar Sachen muss ich ja noch vortragen. So, Leute, ich baue gerade meine neue Leiter zusammen. Wie gesagt, ich möchte hier und wenn ich da drüben was machen muss, heil hochkommen. Was machst du da schon wieder? Geil, oder? Ey, da kommt Zeug und Schrott und Müll noch raus, Leute. Ihr kriegt einen Vogel, wenn ihr hinten den Haufen nachher seht. Ey, Wahnsinn. Alles weg, was Kai... keinen Sinnzweck und erfüllt. Weg mit dem Müll. Schon wieder so blitz wie... gleich 2:30, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich fahre jetzt Auto vor und schaut euch das an. Von da hinten bis davor. Schrott, Müll, Dreck, Scheißdreck. Das wird jetzt alles eingeladen, weggebracht und dann haben wir das schon mal los hier. Oder? Ja. Ähm,
wenn ich jetzt nicht noch zu Hause ein klitzekleines Video mache, aber ich glaube, das lasse ich sein, wenn ich Stromaggregat kampfbereit mache. War es das hier mit dem Video heute? Sorry, dass es heute nicht mit dem Grillen geklappt hat, aber ja, geht halt nicht alles. Aber wenn es morgen schön ist, dann morgen. Richtig. Jo. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski. So Leute, dann wollen wir jetzt doch noch Stromaggregat kampfbereit machen in diesem Video. Warum hältst du die Kamera so schräg? Versuch sie doch gerade. Entschuldigung. Dankeschön. Off. Choke. Eco aus. Irgendwie so sollte das funktionieren. Hier war noch irgendwas mit dem Deckelteil. Moment. Off on, damit der Tank Luft trägt. Und dann sollte das Teil laufen. Rein sovietisch. Der Stecker ist auch off, ne? Welcher? Daneben. Jetzt bin ich aber fix und alle. So, Stromaggregat auch sauber im Auto geparkt. Wird morgen mitgenommen. Die Säge muss ich noch suchen. Und ja, dann geht morgen mit Sicherheit wieder ein klein wenig vorwärts. Mhm. Ja, Aggregat hat er jetzt noch gemacht. Ich denke, das gibt sich jetzt noch, bis sich der Vergaser richtig gefüllt hat, etc. pp. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht genau. Ja, wir werden sehen. Gut, aber es funktioniert. Ich habe sogar noch Flex angeschmissen. Wunderbar, wunderbar, Leute, sage ich euch. Ja, und jetzt ist definitiv mit diesem Video Feierabend. Ich bin übrigens schon nebenbei am Bearbeiten. Die erste Szene ist schon drin. Glaube ich. Oder auch nicht. Naja. Ich bin halt dabei. Ja. Wir sehen uns morgen. Ciao.